Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Ben and Ed. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part bzw. einem halben Part und ihr habt keine Ahnung, welche Tortur das bislang jetzt war. Falls ihr euch erinnern könnt, beim letzten Mal ist hier an dieser Stelle das Spiel abgestürzt, nachdem wir einen Knopf hier betätigt haben. Nicht diesen Knopf. Ja, dachte mir, ach ja, dann spielst du halt nochmal dahin. Wie lange kann das schon dauern? Ja, hat sich rausgestellt, nochmal 20 Minuten. Habe ich natürlich offscreen gemacht, nur für euch. Ja, dann habe ich euch die ganze Litanei schon mal erzählt. Dann drücke ich den Knopf, alles gut. Drück den zweiten Knopf, alles gut. Hol das Dosenfleisch. Ja, passt. Will zurückspringen. Fall runter. Drück den ersten Knopf wieder. Drück den zweiten Knopf und es stürzt wieder ab. Also ein anderer Knopf. Das heißt, ich habe eine totale Knopfphobie jetzt in dem Moment. Ich habe wahnsinnige Angst, hier drauf zu drücken. Habe auch im Forum mal geguckt und wollte den Bug auch bekannt geben. Allerdings dürfte der schon bekannt sein. Zumindest bei dem Knopf, bei dem es gestern abgestürzt, also im letzten Part für euch abgestürzt ist. Ja. Ob das bekannt ist, dass das auch bei anderen Knöpfen abstürzen kann, ich weiß es nicht. Als Workaround wurde gegeben, suche irgendwie einen Weg zum dritten, zu dem anderen Knopf, den du da noch siehst, und dann geht's weiter. Ich bin gespannt. Oh, okay, Spiel läuft noch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich laber nicht schon wieder umsonst. Wie gesagt, das erste Mal war das ja... Genau. Da ist nämlich, also beim zweiten Mal abstürzen war es der Knopf hier, der Böse. Aber den muss ich auch betätigen. Sonst komme ich nämlich erstens nicht zum Dosenfleisch und zweitens hier nicht weiter, glaube ich. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich käme sogar weiter hier. Ich weiß es nicht. Aber... Bitte, 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 bitte. Okay. Das heißt, ich kann zumindest das Dosenfleisch mal holen. Das müsste ja hier genau... So, den Knopf werde ich jetzt nicht drücken. Ach, ich komme ja da nicht mehr zurück, oder? Doch, komme ich. So, und irgendwie war hier die Rede... Nee, wo war denn das? Ach hier, dass man irgendwie hier hinkommen soll, da unten zu dem Knopf. Aber ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen sollte. Ich habe auch nicht so genau gelesen, ehrlich gesagt. Vielleicht von hier so rein. Ah, das war der Workaround. Und jetzt ist hier wohl... Okay, alles klar. Und jetzt nur noch laufen, 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 laufen und springen. Ach, das war schon das Ende. Oh Mann. Und dafür so eine Aufregung. Ja, okay, aber 6 Minuten, das geht. Ne? Wenn man bedenkt, ich habe auch noch gelabert und so. Es wird besser. Mal abgesehen vom Dosenfleisch. Ja, es hat mich schon richtig genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das Ding jetzt 3-mal insgesamt spielen müssen, beim zweiten Mal hat es extrem lange gedauert, bis ich wieder dahin kam, wo ich hin wollte. Dann nehme ich auf und dann stürzt es gleich wieder ab. Aber die Entwickler haben auch geschrieben, die sehen sich das an. Und das glaube ich auch. So, na gut. Dann jetzt vielleicht wieder ein bisschen entspannter. Ja, yeah. Zum nächsten Level, zum 18. Ah, wir haben das Bonus... Nein, wir gehen natürlich ins Bonus-Level. Da war ja dieses, wie ist das, Box-Fun? Mit den Bauklötzen, das war ja schon so Spaß. Oh Gott, nee, das sieht nach hier. Ja, das sieht genauso aus wie das 13. wo uns die ganzen Laser. Ja, was soll's, komm. 3 Checkpoints, 10 Dosenfleisch. Wir gucken einfach mal. Mal sehen, wie lange ich Lust habe. Cellar Zombie. Ich habe erst Clear Zombie gelesen. Okay, der, das Kellerkind quasi. Boah, okay, das ist aber nicht. Das ist nicht fein. Ich sehe. Oh, ich hab. Okay, der... Ah! Ich sehe nichts. Wo? Was? Warum? Wo muss ich hin? Ach du Scheiße. Ach, da komme ich runter, ne? Ja, ich versuch's jetzt einfach mal. Ihr Arschgeigen, ihr seid für alles hier verantwortlich, ne? Die ganze Mechanik und so. Ihr seid es ja auch gewesen, die da in dem komischen Roboter rumhingen. Ah! Das war Glück! Das war doof. Boah, okay, aber gar nicht einfach. Ich sehe da nix. Ich springe einfach mal, ne? So. Boah, irgendwie. Moment, nee, mein Körper. Also, das, was davon übrig ist, ist ja noch. Boah, ich sehe hier nix. Oh, das könnte ein schlimmes Level für mich werden. Das könnte ein ganz schlimmes Level werden. Ach, da oben hat's. Ja, ja, nee. Passt schon. Passt schon. Wohin denn? Könnte ich eine Taschenlampe haben?
Ey, Moment mal. Achso, ah! Ja, wobei, wartet. Ich sehe nichts. Ey, das ist echt... Von den Lichtverhältnissen her ist das nicht unbedingt schön. Vor allem so spät wird das be... Oh. Oh. Fuck off. Hey, ich will doch mal... Ja gut, nee. Ich glaube, da wäre ich... Oder bin ich mit... Kopf schneller. Oh, Alter. Okay, das Level gefällt mir gar nicht. Nope. Gefällt mir überhaupt. Oh, Leute. Ja, wie das? Ach so. Ich sehe das viel zu spät. Ich echt jetzt. Ich habe da solche Schwierigkeiten, das zu sehen. Ja, und die feiern sich da einen ab, ne? Logisch. Wenn ich wenigstens einen Checkpoint, komm schon. Irgendwo da ein Checkpoint. Nein, 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 nein. Aha! Oh, mein, oh Gott, ich komm doch da mit dem Kopf nicht rüber. Oh, nee, komm ich auch nicht. Ja, geil. Ach, schön. Schön. Das macht doch schon wieder richtig Spaß. Boah. Leute. Mann. Ja, das ist kein Bug, das ist so gewollt. Shake it, baby! Shake it, baby! Oh! Moment mal! Oh! Nein! Nein! Ja! Manchmal zahlt es sich aus, hartnäckig zu sein, ne? Und immer wieder eine Taste zu drücken. Komm schon. Nein! Nein! Alter, wohin denn? Oh, wow. Boah, ist das ekelhaft. Hä? Okay, das sah grafisch sehr, sehr merkwürdig aus. Aber gut. Könnte schon sein, dass da irgendwo Fleisch ist, aber ganz ehrlich, komme ich da überhaupt durch? Ja. Ein Teil von mir. Hey, hier muss doch irgendwo mal ein Checkpoint sein, jetzt ehrlich. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, da komme ich wohl nicht durch, oder? Ach doch. Ich hasse Labyrinth-Dinger, hasse ich ja sowieso wie sonst was. Ole, ole, ole. Scheiß drauf. Also von wegen hier nicht komplett. Also im Grunde. What? Warum stehe ich jetzt? Stehe ich in der Luft? Ne, ich stehe nicht in der Luft. Was? Woher denn? Ich sehe es ja nicht mal. Au! Wo sind denn hier die Boxhandschuhe? Die müssen doch von oben. Ah. Ups. Entwickler, ihr seid solche Schweine. Ihr seid solche Schweine. Aha, okay. Ja, das geht ja noch. Interessant wird es natürlich, wenn irgendwann dann plötzlich. Ah! Ja, sowas. Meinte ich. Oje. Oje. Hä? Ich dachte, das war so ein versteckter Hinweis. Ich dachte, das wäre so ein versteckter Hinweis von den Entwicklern. Oh, ist ja gut. Die können mich wenigstens nicht. Ne? Und so. Okay, das sieht schon sehr einladend aus da auf der Seite. Ja, ist gut. Ja, alles gut. Aber
verstehe es trotzdem nicht. Ob man hier irgendwas abgreifen könnte? Also Dosenfleisch oder so? Ich meine, sonst würde die Stelle doch überhaupt keinen Sinn machen. Ah, da muss ich drüber werfen. Ich habe jetzt eher hoch statt weit geworfen. Vielleicht muss ich... Haha. Depp. Au, ja, Depp. Aber der Abschnitt macht mir um einiges mehr Spaß als... zu Beginn. Ui. Ich versuche jetzt mal Weitwurf und nicht Hochwurf. Man sieht es halt auch so schlecht. Aber ich glaube, da... Oh, das gibt's doch nicht. Da ging es auch noch woanders weiter, oder? Haha. Oder doch nicht? Doch, hier ist doch... Ach nee, hier ist... Hä? Ja, dann muss es doch da... Oh. Muss es doch dort weitergehen, weil hier ist schon... Ja, hier ist der Checkpoint wieder. Ach, jetzt hör doch mal auf hier. Ja, dann kann es eigentlich nur so sein, dass ich den Kopf... Was? Chicken Farmer. Aha. Ja, wahrscheinlich genug Hühnchen. Was ich gar nicht wollte, möchte ich auch mal betonen, ja. Ja, aber hä? Da, was? Da ging es doch trotzdem nicht weiter. War doch ein Gitter. Was übersehe ich denn gerade? Ich meine, was heißt, was übersehe ich denn? Ich sehe hier gar nichts. Ja, also ich bin hier wirklich... völlig... blind, mehr oder weniger. Also ich sehe... wirklich nichts. Hm. Ja, okay, das war natürlich extremst clever. Das war so richtig Sky-Style. Ob ich es mal schaffe, hier durchzukommen ohne... Nein. Die Frage hat sich gerade erübrigt. Ja, aber... Die Kamera ist ja auch nicht so optimal. Aber, ey, was? Also hier komme ich definitiv nicht weiter. Hm. Okay. Ich muss irgendwie auf die andere Seite wahrscheinlich, aber ich wüsste nicht wie. Ja, zurückgehen will ich natürlich nicht. Hm. Oh ja, ist gut. Ist hier irgendwo ein Loch oben im Zaun? Ja, nicht, ne? Also irgendwie bin ich sehr irritiert. Ich kann ja mal gucken, aber da oben scheint auch nichts zu sein. Irgendwas übersehe ich hier. Und zwar völlig elementar. Ich selbst komme da nicht rüber, aber es ist ja auch Blödsinn, weil... Säge. Ja, das ist halt von der Kamera jetzt echt doof. Aha, ja. Ich wollte eigentlich nur auf der Stelle springen. Was? Wäre es hier noch irgendwo weit? Das ist das Ende. Aua. Ja, wie? Ach so, okay, ich dachte, die können mich nicht. Naja, hm. Können sie wohl doch. Ja, ist gut. Hey. Hm. Ich glaube, das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, wortwörtlich. Wie wär's, wenn ich...
Ich hätte mich eh geärgert, wenn es das gewesen wäre. Einfach den Kopf dagegen, also gegen das Symbol, also gegen das Bild werfen. Aber es scheint jetzt auch nichts gemacht zu haben. Was könnte ich denn hier noch machen? Soll ich ans Reck? Ein paar Klimmzüge machen. Ja, ihr sitzt wahrscheinlich vor dem Monitor und denkt euch, um Gottes Willen, du Vollidiot, du Spacko. Ist doch völlig sonnenklar. Ja, dann sagt's mir. Ruft mich an. 555 Nase. Ach, nein. Ich glaube, ich muss hier glatt mal Schluss machen. Weil ich es halt. Nö, ich wüsste echt nicht. Hier geht sie nur zurück, aber das. Ah! Ja. Das will ich ja nicht. Oh. Au. Nö. Ja, das war zwar ein guter Wurf, aber... Kann ich eigentlich... Das wollte ich immer schon mal testen. Oh. Selbst wenn, was bringt es mir, wenn ich auf den, wenn ich mit meinem Kopf auf den Segen wäre? Ach, warte mal. Oh, ihr Arschgeigen. Ihr Arschgeigen. Unglaublich. Unglaublich. Liebe Entwickler. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ich dachte, wenn ich da drauf springe, dann bin ich sofort, also instant, hin. Offensichtlich nicht. Ja, ja, Safety für... Ja, ja, okay. Au! Ich will da rein! Wodurch findet eigentlich die plötzliche Beleuchtung dann immer statt? Durch die Augen oder was? Oh, ich glaube, das war ein Eigentor. Mal wieder. Ja. Da komme ich auch nicht mehr zum Körper zurück. Na gut. Oh. Okay, Leute. Moment mal. Hier sieht man sie nicht mal. Oh, ja. Wo soll ich denn? Okay, ganz am... Aha. Ach du Scheiße. Hä? Moment mal. Wer findet den Fehler? Okay. Au! Ja, ich glaube nicht, dass ich da unten durchkomme. Ja, in der Mitte hätte ich vielleicht die Möglichkeit gehabt. Oh Mann. Aber das funktioniert ganz gut hier am Rand. Okay. Boah, ist das gemein. Nein, das bringt mir nichts. Wie das aussieht, ey. Aber das bringt mir, glaube ich, auch nichts. Nee.
da komme ich auch nicht. Alter. Ja, wobei, Moment hier. Ah ja, immerhin. Ja gut, aber jetzt habe ich halt gar keine Möglichkeit mehr, mich zu steuern. Das heißt... ja. Naja, Moment mal, mit dem Kopf alleine könnte es funktionieren. Aber eher auch nicht. Ah, shit. Ey, das ist richtig schwer. Wer hätte es gedacht? Das ist richtig schwierig. Ey! Wie sie halt auch zusehen, wieso? Ah, nein. Wie viel habe ich noch vom Körper? Ja, gut, das ist noch akzeptabel. Boah! Alter! Ja, aber Moment, hier kann ich ja nicht drüber springen. Ja. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr aufstehen. So von wegen, nee. Da kommst du nicht mehr raus aus der Sache. Ja, aber das heißt, ich meine, die sind ja zu hoch zum... Klar, ja gut, den Kopf hätte ich halt drüber werfen können. Au. Ja gut, das kann ich schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich nur das andere Level, ich hätte es dabei belassen sollen, nur das andere Level fertig spielen. Ehrlich. Das waren halt nur 2-3 Minuten oder so, ne? Jetzt zum Drüberspringen. Ah! Oh, come on! Ist ja gut. Boah, ist das fies! Oh, das ist das Ziel! Ah! Okay. Wie, was, wo? Ach, nö! Ach, du willst mich doch verarschen! Ach, Spiel! Echt jetzt? Ja, super, jetzt bin ich wieder in derselben Situation. Ja, und ich kann natürlich wieder nicht aufstehen. Dankeschön. Oh Mann. Drecksding. Mhm. Das hatten wir schon mal. Ach ja, die Physik ist ein Hund. Die ist echt ein Hund. Ups. Jetzt sind wir schon wieder bei 23 Minuten. Okay, also langsam nervt's. Ja, langsam nervt's. Wir sind ja nicht hier bei, keine Ahnung, Goat Simulator oder irgendeinem Scheiß. Ja, wobei. Nee, nicht gar. Hallo. Ja gut, das ist noch nicht schlimm, weil die Arme würden so oder so gestutzt werden. Das Problem ist hier. Nein, fuck off! Och Mann. Ja super, jetzt kann ich mich wieder nicht steuern und bläh und blub. Ja, komm. Oh, ich hasse es. Ich hasse dich, Spiel. Und trotzdem, man geht immer wieder zurück. Warum und weshalb? Ach komm! Wissen wohl die Götter. Ah, okay, das war gar nicht schlecht. Ich glaube, dass ich hier auch etwas zu hektisch bin. Ja, wobei, mein Körper ist auch wieder ganz, oder? So, also. Ja. Doch, ja doch. Wir sehen gut aus. Ja, aber mal ehrlich, wie soll denn das gehen? Ja gut. Wir haben noch Beine. Oh, what? Ach,
Echt jetzt? Ach, wie ich dich hasse. Ja. Ach so, ja. Ich klitsche. Ah! Sorry. Das ist doch Bullshit. Mal ehrlich jetzt. Das ist doch Bullshit. Jeez. Damn it! Ja. Ich kann das so schlecht abschätzen. Ja, toll! Super. Ey, echt jetzt? Und nur weil ich hier mit dem Kopf nicht hochkomme! Ich komm doch auch runter auf die Tischplatte und schlag ständig gegen. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Entschuldigung, liebe Entwickler. Es tut mir leid. Bitte nehmt diese. Was habe ich denn hier? Stecknadel als Entschuldigung. Es war doch möglich. Ja, okay, ein Dosenfleisch, das war sicher im ersten Part, wo es so extrem dunkel war, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was, wie und wo und wo ich überhaupt bin. Egal. Scheiß drauf. Oh Mann. Was eine Plackerei. Und es war völlig unnötig. Die letzten, wie viel waren das? 5, 6, 7 Minuten? Völlig unnötig. Nee. Oh Mann. Aber egal. Scheiß drum, geschafft ist geschafft. Egal wie. Ihr kennt mich ja, bei mir dauert es immer ein bisschen länger und immer den ein oder anderen Versuch mehr als die meisten anderen. Scheiß drauf. Ich bin's gewohnt. Ihr wahrscheinlich auch schon mittlerweile. Gut, dann sage ich aber mal ciao für heute. Ist lang genug geworden. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Dann gucken wir uns das 18. Level an. Ich bin sehr gespannt. Und ich werde versuchen, meine Nerven wieder ein bisschen im Zaum zu halten, mich ein bisschen zu beruhigen, wieder ein bisschen runterzukommen und dann frohen Mutes in das neue Level zu starten. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.